So, hallo und alle zur nächsten Folge des Minecraft Redstone Zoos. Und hier hat sich einiges getan, beim Joe, so wie es auch aussieht auch. Der hat einige Freudenschreie von sich gestoßen. Oh ja, oh ja. Ich glaube, der hat im Lotto gewonnen. Und ja, komm, ich gehe erstmal kurz zum das Joe. Sieht gut aus. Dann, schöner Fisch hier bei dir. Okay, du bist gerade da. Okay, gut, dann können wir gleich hier anfangen. Ja, das Problem ist halt mit den Halbstufen. Ich hätte ihn eigentlich über den Eingang hier gemacht von außen. Das Problem ist aber, dass wir haben nur 5 Blöcke breit hier vorne und ich bräuchte 6. Und von daher, nope. Deswegen habe ich den da über den Eingang gemacht und das funktioniert einigermaßen gut. Also, hier hat sich einiges geändert, denke ich. Ich habe hier Tribüne und alles fertig gebaut, so wie es jetzt sein sollte. Der Eingang unten sollte jetzt sitzen. Überall die Breslin-Banner sind da. Ich habe die Gebäudestruktur angepasst. Und manchmal brauche ich aber so ein bisschen Bedenkzeit. In der letzten Folge war ich dann auch etwas leise halt im Vergleich, aber na, ich sehe schon wieder einen Fehler hier oben. Guck it. Da. Warte. So. Jetzt passt's. Vielleicht kann man sogar. Ja, das ist schon zu viel des Guten fast. Zu viel des Guten. Mach ich wieder weg. Okay. Banner überall drauf, Tribünen stehen und ja, im Wesentlichen würde ich sagen, im Groben so sind wir mit dieser Seite fertig. Das könnte dann gespiegelt werden. Mach ich gleich. Ich hab Willst du dir mal die Tür ansehen? Ja, kann ich machen. Ich wollte nur sagen, ich habe auch deine Innenrichtung unten drin gelassen. Sieht ja eh keiner, von daher kann ich das da. Dieses kleine gelbe Monster hier, das ist, ich glaube, die Dinger heißen Hipster-Türen, die sich im Boden versenken. Ne? Ja, von unten nach oben gehen und wieder runter. Ja, ja. Oh, das ist die Tür an der Stelle. So, pack mal aus. Ja, 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 wunderbar. Das Einpacken, das war mies. Da habe ich ein bisschen überlegt, wie man den Mechanismus gestalten kann. Wunderbar. Ja, ich glaube, so ähnliche Designs gibt es dann auch bei den Türen, die ich vor kurzem mal gezeigt hatte, diesen 8x8-Dinger oder so, aber halt kompakter und irgendwie 50-fach zusammen. Da stehen teilweise Kessel noch drin und alles mögliche und ich denke mir, what the Geier. Aber ich hätte das nicht hinbekommen, gut, dass das funktioniert. Ach, Kessel, stimmt. Ah, Mann, die hätte ich nutzen können, um das Signal nochmal irgendwie anders zu... Ah. Bitteschön, Joe. Danke, das hättest du mir ein bisschen eher sagen können, Mann. Ja, tut mir leid, ich war halt auch da drüben überarbeiten und wollte jetzt nicht... dir dazwischen reden, wenn du dich am Konzentrieren warst, höchstens mal so ein bisschen Slowness geben. Ich meine, das kann ja nicht. Nein, nur mich pranken, ja, genau so, ja. Ja. Du hast das genau im falschen Moment gemacht. Das hat mich total aufgeregt, aber ich will jetzt ja nicht hier den diese Beta spielen. Ja. Okay, dann geht's dann gleich von unten nach oben. Und nur kurz zur Definition, das ist was jetzt genau. Das ist der Eingang, da wird später mal die Rundfahrt starten, die Safari-Rundfahrt. Und wo genau fährt man damit lang dann? Durch die Safari-Gehege. Das heißt, hier ist der Eingang, man geht jetzt ins Minecraft, das Minecraft fährt dann hier irgendwie eine kleine Schlaufe und fährt dann wieder zurück hier hin. Okay, also wenn ein Elefant auf der Schiene steht, hat man ein Problem. Ja, ich war schon überlegen, ob man die Schiene vielleicht ein paar Blöcke höher setzt oder so. Das habe ich mir noch keine Gedanken zugemacht, wie die Schiene. Dann würde ich die halt so 2 Blöcke höher setzen, hätte ich gedacht. Ja, ne? Damit da nichts draufhüpfen kann und dass du ja einigermaßen, keine Ahnung, dich von Elefanten berüsseln lassen kannst nebenbei oder so. Gut, dann habe ich eine Idee, die ich noch gleich umsetzen muss. So, dann würde ich sagen, kopieren wir mal dein Gebäude hier, ne? Yes, let's go. Oh, von hinten sieht das richtig, richtig einmal so bad aus, ne? Je weiter weg es geht, umso pompöser sieht es irgendwie aus, kann das sein? Es sieht sehr pompös aus. Geschmeidiger, dass auch wirklich vorne so wipp in den Boden reingeht. Aber ich habe das von so weit hinten noch gar nicht begutachtet. Je weiter man wegfliegt, umso besser sieht manchmal etwas auch aus. So, ich habe die Maße abgenommen und bin bereit. Sieht ein bisschen aus wie so eine Meerjungfrauenkrone von weitem. Ich bin bereit. Zähl runter. Dann würde ich sagen, ich gucke es mir von hinten an. Go in 3, 2, 1, jetzt. Ah! Und weißt du, was geil ist? Der Fisch guckt diesmal in die andere Richtung. Oh! Ja, natürlich. Ja, da haben wir noch richtig dick was gebaut, meine Freunde. Guckt euch das mal an. Das ist doch mal hier ein Stadion. Kommt das schon so an das ran, was du dir so vorgestellt hattest? Also ja, das kommt sehr gut an das ran, was ich mir. Also locker, die Idee, die ich da mal hatte, war ja bescheuert, um ehrlich zu sein. Also, das sieht schon echt hier viel geiler aus. Ja, muss mich nochmal fertig bauen lassen hier. Entschuldigung. Ja. Okay. Soweit so gut. Wir könnten, ja, theoretisch wäre das, ist es prädestiniert, ein Aufgang zu werden, aber brauchen wir gar nicht. Ich würde hier einfach noch ein weiteres Treppchen dahin machen. Manuell dann genau, Hand. Ich würde sagen, für die fort einfach, die Tribüne für die einfach fort und wir machen den Eingang, dass man hier wirklich komplett nochmal für die fort, was fort? Ja, die Dings fortführen, die Tribüne. Ach so, fortführen, ja, ich habe schon, für fort. Die fort.
Ich so, für die was? Ford. Für die Fortnite? Nein, für den Herrn Ford aus Planet of the Galaxies. Ford Prefect. So, den Automobilbauer Ford. Hast du Planet of the Galaxies überhaupt gesehen oder geguckt oder das Buch? Oder Planet of the Galaxies. 42. Ja, doch. Dann war das? Okay, ich glaube, ich habe irgendwann mal geschaut, aber ich habe nicht mehr die Storyline so ganz im Kopf. War das, wo die Planeten zusammengebaut haben? Mit diesem riesigen Baukasten und sowas? Dann fahren die da durch, ja, hier bauen wir die Sonne, die Erde. Richtig. Ah ja, ja, okay. Und dann letzten Endes wurde alles nur von Mäusen kontrolliert oder so. Ja, sag mir was, ja. Jetzt hast du das Ende gespoilert, deine armen Zuschauer. Ach, der Film, der ist hier. So alt wie Zurück in die Zukunft fast. Ja, ist auch. Ja, also. Diese Aussage kann ich nicht abstreiten. Dann würde ich sagen, ja, komm, ausnahmsweise hier, komm. Go, go. Ja, vielleicht kann man ja ab dem Aufgang, wenn man hier so reingeht, wenn man da hier ein Fenster oder so reinmacht, dass man da durchgucken kann. Wer ist denn damit? Große Windows 95. Oh Gott. Hilfe, meine Kindheit. Damals dachte ich noch, wenn man kräftig gegen den Computer tritt, wird er schneller. Hat nicht so funktioniert, wa? Ich würde es ja. Ist er schneller, wenn man ihn mit Lichtgeschwindigkeit transportiert? Während er läuft. Was beziehungsweise, soll man denn dazu sagen? Ja, ganz ehrlich, das wäre sogar richtig. Mit dem Window, ich bin gerade so. Nee, da meinte ich gar nicht. Mal überlegen, ob das Windows ist. Warte, dann wäre er langsamer, wenn er mit Lichtgeschwindigkeit transportiert, weil die Zeit langsamer vergeht, wenn du mit Lichtgeschwindigkeit fliegst, laut der Relativitätstheorie. That's too much brainfuck for me. Du kannst Zeitreisen, indem du mit Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend fliegst und wieder zurückkommst. Und wenn du zurückkommst, dann ist auf der Erde viel mehr Zeit vergangen als bei dir. Bei dir vergeht die Zeit langsamer. Stimmt. Wer kann das bestätigen? Kommentare, bitte, danke. Ich denke mal, ihr werdet da immer mal so, ne? Gleich schreibt der Einstand die Kommentare. Korrekt. Nee. Also, das stimmt. Also zwei Möglichkeiten zum Zeitreisen: entweder in Lichtgeschwindigkeit fliegen oder in die Nähe eines schwarzen Lochs. Wegen Gravitation. Spark bevorzugt Letzteres. Nein. Ich würde das Lichtgeschwindigkeitreisen bevorzugen. Ich weiß nicht, ob das Fenster so eine coole Sache ist, obwohl. Ich weiß nicht, das macht halt Lust, weißt du, du kommst halt drauf zu und siehst halt schon, was da abgeht, ne? Also. Ich hätte gedacht. Das muss man noch hinstellen. Theoretisch. Kann man noch eine Statue machen oder sowas in der Art? Ja, gut, armer Stan. Ja, das sind ja wieder. Ne, sind nur 5 Blöcke, keine 6 Blöcke. Ja, mittig. Ja, aber bei dem Fisch fällt es nicht so auf, bei dem mittigen. Also wir könnten theoretisch einen machen, müssen aber rechts und links noch einmal hier die Blöcke abbauen, weißt du? Aber dann sieht man schon von dir das Interieur. Theoretisch, wenn die beiden Wände noch eins breiter wären, dann könnte ich da eine Fischstatue machen. Ja. I don't think this is working. Okay, maybe. Naja. Nee. Nee. Na, nicht so ganz. Ich habe halt irgendwie gedacht, das wirklich mit dem Window so eine kluge. Passen wäre es halt, wenn irgendwie, weißt du, in der Mitte dann so die Leute dann rausmarschiert kommen vom Stuff und nicht aus den kleinen Häuschen rechts und links. Ja, eben. Ich würde auch sagen, dass man das noch zum Häuschen dazu macht und wirklich eine Schlusswand macht, ja. Dass hier noch eine Tafel reinkommt mit den Veranstaltungen und dann geht es rechts und links zu den Tribünen. Und dann machen wir das hier einfach offen zu dem Bereich. Machen dann, gestalten das halt ein bisschen um, dass man. Wirklich, ja, weißt du was? Ich habe sogar eine kleine Überlegung, die wert wäre, wenn man das so machte, dass wir wirklich hier so einen Torbogen machen, aus dem die rauskommen, das Stuff rauskommt. So. Und dann hier rechts und links die Garage ist und die Türen nicht nach vorne sind, sondern hier in der Seite drin sind, die Garage. Auch noch hier wirklich so zumacht und dann hier die Tür hinsetzt für die Garage oder was auch immer. Ja, irgendwie sowas gibt es schon da auch. Vielleicht kann man noch so einen Diamanthelm oder so draufsetzen, als ob das so eine Art Taucherhelm oder sowas wäre oder Taucherhelm oder keine Ahnung. Oder so. Whatever, aber irgendwie so, ja, kann man machen. Hätte ich gedacht. Ja, wenn man so ein bisschen weiter wegfliegt oder mal von oben drauf schaut.
sieht ja schon pompös jetzt aus. Und die Form hier unten, wie die Plattform geformt ist, passt sogar ganz gut. Also sieht flüssig, sieht wie eine flüssige Bewegung aus. Ja. Und wir haben genug Platz, dass da Shows stattfinden können, was ich nicht alle. Zur Seite gibt es auch noch Platz. Und das hier, der freie Platz in der Ecke, das ist halt erstmal Design-Ding von der Plattform an sich. Aber ich konnte es halt nicht weiter bauen. Wegen, ja, da hätte ich sofort noch breiter machen müssen. Deswegen geht doof. Okay, ja, ihr dürft mir gerne mal Bescheid sagen, wie gefällt euch diese Plattform, soweit es geht, hoffe ich mal ganz gut. Und jetzt, ja, es ist eigentlich schon fast bereit. Was fehlt denn da noch? Ein paar ganz kleine Details oder so, aber ich glaube, da rutschen wir am Schluss nochmal drüber. Ansonsten müssen wir uns vielleicht dem nächsten Projekt jetzt mal widmen, oder fällt noch irgendwas auf? Hä? Dem nächsten Projekt? Willst du jetzt einen Zauber? Ach so, im Zoo meinst du. Dem nächsten Projekt, also vielleicht dem nächsten Gehege. Willst du jetzt den Zauber so beenden? Wie nennt sich das denn? C-Show oder wie nennst du dieses Gebäude denn? Ich habe noch keinen Namen dafür. Das finde ich gut mit den Hacken, dass die so nach vorne gehen. Ich hätte jetzt noch gesagt, dass man hier irgendwie den Namen dran schreibt und so, dass man hier so ein kleines dran hat. Ja, Name wüsste ich noch nicht wirklich so eigentlich. Ich glaube, ich habe mir erstmal den Gedanken ums Design gemacht, als um den Namen. Ich kann mal sogar noch hier vorne dann wieder mit der Wolle das einmal durchziehen. Was ich so irgendwie noch als kleines Detail und vielleicht ganz nett finde. Ausnahmsweise auch mal den hier noch. Ja. Prismarin. What is der Plan? Ja, erzähl ruhig, dann kann ich dir helfen oder so. Ich überlege, ob man so ein kleines Brünnchen hinmacht, dass man so ein kleines Springbrünnchen hinsetzt. Nichts Großartiges, aber vielleicht so eine Kleinigkeit, dass man irgendwie na, daher geht. Irgendwie so ein bisschen Wasserspielzeug macht. Ja, nicht so verkehrt, vielleicht auf beide Seiten. Ja, ja, auf beide Seiten natürlich, klar. Kann man da Grund die. Irgendwie sowas. Naja. Befeuchtet halt die Außenwand so ein bisschen. Und ein Brunnen ist höher als der andere. Absicht. Um die, obwohl, ja, das Recht ist nicht so schön, ne? Beide yep. Gleich hoch. Standardisieren wir. Nach EU-Norm. Aber was ich im Grunde mal ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man auch den Spender sieht, aus dem das Wasser rausschießt. Ja, würde ich erstmal so gelten lassen. Und nicht zu vergessen, den kleinen Wasserablauf hier an der Seite. Gut. Ja. Und um das Ganze noch abzurunden, ein hübsches Designelement, Holzzaun. Ja, genau. Alles voll mit Holz. Ich habe keine Ahnung, wie du überhaupt leben kannst. So, aber ich brauche einen Namen für das Ding hier mal. Colorcaseum. Corcaseum. Genau, Corcaseum. Ich finde, du bist wie Colosseum und Orcas. Aber, Sea Life, ich habe dich jetzt Sea Life genannt. Kannst du mal kurz herkommen? Dann nimm Sea Life. Kann man so einen schönen Fisch nicht nochmal hier so schön, wo ich gerade, richtig, ja, richtig korrekt, siehst du mich, hier so groß an die Wand nochmal so einen schönen Fisch machen? Geht bestimmt. Die Frage ist nur, ob ich es kann. Oh, du kannst doch alles. Sei die Frage. Vielleicht würde ja sogar Lapis an der Stelle vielleicht Sinn machen. Lapisblöcke oder sowas, ein bisschen was solideres als ganze Blöcke oder. Sag mal, halt oder kann man noch Eingänge hier machen an der Seite? Blue Concrete haben wir noch was möchte machen? Eingänge. Ja, würde auch gehen, vielleicht. Aber naja, das zerstört so ein bisschen das Design von außen, wenn ich ehrlich bin. Also ich würde es. Aber ich führe die hier hinten herum, weil ich würde gerne von der Bahnstation noch einen Zugang hierhin haben. Das baue ich jetzt aber selber. Führst du die hinten herum? Wo soll die. Ja, also bei mir ist hinten herum hier rum, also unter der Tribüne quasi. Achso, okay, kommt unter der Tribüne hoch und dann halt die einfach raus, sodass du meinetwegen von der Bahnstation aus der Tribüne hinten rauskommst. Ja, also hier kommst du raus, hier wo ich gerade stehe. Also hallo, da. Ich mache jetzt auch nochmal ein Schild hin, dass man ach, weiß. Da, ist. Also hier noch. Okay, ja. Ich habe jetzt gedacht, dass du hier in der Ecke noch was machen willst, wo ich gerade bin.
Also die noch so unbenutzt war hier hinten. Nö. Dann probiere ich da nochmal einen großen Fisch hin zu machen aus Lapisblöcken, damit wir ein bisschen was anderes mal nehmen, ausnahmsweise. Tja, ist halt immer schwer, so ein Fischi-Fischi zu basteln. Ja, das ist not easy. Naja, mit Blöcken sieht es irgendwie doof aus. Wird zu klobig. Vielleicht kann man irgendwie so eine riesige Statue bauen mit einer Meerjungfrau, die auch Wasser aus ihrer Amphore sprießen lässt, aber dafür bin ich zu blöd. Also würde ich das auch ausschließen. Das kann ich leider auch nicht bauen. Wir brauchen noch eine sinnvolle Verwendung. Also, falls ihr Ideen habt, ab sofort wieder in die Kommentare. Wir sind noch in der Aufnahmesession, das heißt, wir sind noch zu keinem weiteren Schluss gekommen, aber dann machen wir das mal. Es fühlt sich einfach gut an, von oben drauf runter zu schauen und sich von dem Werk beglücken zu lassen. Ja, absolut. Ja. Ich kann jetzt noch ein paar kleine Details irgendwie an den Seiten machen. Ich hatte da Potzer noch verwendet. Okay, gut, hier der Weg und sowas ist später mal oder so. Vielleicht kann man noch. Ich hatte hier teilweise immer Blätter gesetzt. So eine kleine Hecke, damit das nicht zu kahl aussieht. Irgendwie sowas hier. Ja, ja, ja. So, und da endet dann auch die Hecke, wenn es dann weitergeht, wo man durchgucken kann und so weiter und so fort. Okay, Joe. Dann, ja, wo würde ich dann als nächstes weiterbauen? Wahrscheinlich bei deinem Ding, was du hinten machen wolltest. Versuch irgendwie noch was. Ich weiß nicht, mir gefällt dieser Zaun hier noch nicht. Oder kannst du schon ein bisschen anfangen? Weil du kannst da null durchgucken durch die Mauer. Da ist nur eine Mauer und eine kleine Glasfront hier vorne. Ich hätte es nochmal für die Zuschauer vielleicht so gemacht wie bei dem Eisbärengehege, dass du eine Art kleine Gitter oder Absperrung einfach nur hast. Dann geht es ein paar Blöcke nach unten einfach, so 3, 4, 5, 6 oder sowas, wo dann einfach eine Felswand ist, dass da nichts hochkommt. Achso, aber genau, aber hier in dieser Aussparung, ne? Warte, ich würde das ganz gerne so haben, dass der Rest wirklich eine dicke, fette Mauer ist und dann hier so eine Aussparung ist, wo man gucken kann, so ein extra Guckbereich. So, ja, ich hätte es eigentlich komplett gemacht, komplette Fläche. Echt? Also, ja. Weiß ich nämlich nicht, weil ich weiß nicht, ob das nicht... Und selbst wenn es, ja, irgendwie... Ja, das Problem ist einfach, es fühlt sich so an, als hättest du hast hier ein riesiges Außengehege und du siehst einfach nichts davon, außer du fährst mit der Bahn durch. Nö, das ist ja so ein Zweck der Sache. Ja, aber... Und wenn du hier stehst, hast du... Das ist halt benutzerunfreundlich. Ja gut, weißt du was, mach mal einfach. Ich glaube, deine Ideen sind nicht, überhaupt nicht, auch nicht so schlecht. Also, ich weiß halt, together. Auch hier würde ich halt gern Zuschauerumfrage machen, weil bis zur nächsten Aufnahmesession ist die Folge auch noch nicht online. Das ist auch das Problem, ne? Together, wie will ich das? Ihr könnt trotzdem auch hier gerne mal Vorschläge machen. Findet ihr das schon so gut von der Idee? Ich hätte es halt so ein bisschen noch angepasst, ein bisschen tiefer gemacht und ein bisschen sowieso Sand als generell Wüstenboden gemacht, einen roten Sand so ein bisschen gemischt, verdorrten Büschen so ein bisschen und halt vielleicht das Wasser so ja, nach unten verlegt mit. Es war viel Arbeit schon wieder. Das alles nochmal umzulegen und nach unten zu platzieren. Das wäre auch schon wieder so ein Ding, wo ich eigentlich lieber warten würde auf Rückmeldung, bevor ich irgendwas mache, weil am Ende... Mach es. Ist wichtig, dass wir das erstmal schön finden. Die Zuschauer können ja noch immer noch im Nachhinein meckern. Ja, da muss ich mich mal wieder ein bisschen mit World Edit jetzt aber rumschlagen, weil das werde ich nicht per Hand machen, ausnahmsweise. Ich würde tatsächlich mal ganz doof. Das Wasser nochmal entfernen. Damit das hier klappt. Und dann //. Replace war das. Water. Air. Aha, hat funktioniert. Sehr schön. Damit habe ich leider nochmal, zum Glück nochmal, dein Wasser rückgängig gemacht. Mein was? Dein Wasser rückgängig gemacht. Autsch. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich das mit dem Pfeil hinkriege, mit der Brush. Mit dem Arrow. /. So, was war das? Nee, warte, /, nur /, Brush. So. Und dann hatten wir das
hast du das letzte Mal genommen? Zylinder wahrscheinlich, ne? Slash Brush. Zylinder. Wenn ich das jetzt hier mache. Okay. Warte mal kurz, wie kann ich ein Material denn auswählen? Brush, Zylinder, 4. Ach nee, 4 war die ID, ne? Mhm. Da mach ich mal kurz R draus, okay. Okay, gut, das geht auch schon mal ein bisschen. Bisschen zügiger tatsächlich, okay. Ja, das ist mir erstmal egal tatsächlich. Mach ich so eine kleine Geschichte hin. Ich würde die ein bisschen mehr abnutzen. Ja, guck mal, ich lerne dazu. Jetzt habe ich schon den Command hingekriegt ohne Hilfe. Also, ja. Ja, wollte das macht Spaß. Man sich mal ein bisschen damit beschäftigt. Ja, ich würde es halt generell ein bisschen vertiefen überall. Na, teilweise nicht sogar zu tief an einigen Stellen. Und dann so eine leichte Verflachung nach hier vorne machen. So ein bisschen. Also es ist gerade das erste Mal, dass ich es mache, deswegen bear with me, guys. Also muss hier erstmal klarkommen. Irgendwie sowas hier vielleicht. Außen ist das Gebirge, das ist bewusst. Da muss auch nicht unbedingt der Wasserkram hin. Hätte ich nur hier vorne so ein bisschen gemacht, auf die Seite, wo gerade die Zuschauer dann sind. So ein paar Feinheiten und dann ja etwas mehr abgeflacht. Das wird eine ziemliche Fummelarbeit. Ich würde das mal ein bisschen weitermachen in der nächsten Folge und in der übernächsten oder so werdet ihr dann das Ergebnis sehen, was passiert ist, nachdem ich mich mal an diesem Gehege vergriffen habe. Ich hoffe mal, dass ich etwas klarkomme mit den Dingern, auch wenn ich dann mal tatsächlich Blöcke setze und so weiter und so fort. Da muss ich mal gucken. Okay, aber ansonsten, ja, also in die Richtung geht das hier. Ich habe jetzt mal den Graben tatsächlich einfach verbreitert, wie ihr sehen könnt. Wird vielleicht noch ein Stückchen weitergehen oder, ja, passt schon. Und dann gucken wir mal. Alles Weitere aber dann gibt es beim Joe in der nächsten Folge. Und deswegen würde ich mich gerade verabschieden, weil das ist länger, die Folge. Naja, was soll's. Ich denke mal, klagt euch darüber nicht. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, dass das Stadion da vorne, Highlight der Folge, kommt gut an. Ist es, auf jeden Fall. So, dann tschüss, bis demnächst. Ciao, Leute.